Hallo zu einer Reptil TV Technik. Unser Thema heute, seht ihr hier vor mir aufgebaut, die Thermo- bzw. Thermohygrometer. Natürlich ganz wichtiger oder grundlegender Punkt in der Terraristik, damit ich das Klima messen kann, damit ich weiß, ist warm genug in meinem Terrarium bzw. stimmt die Luftfeuchtigkeit. Zuallererst müsst ihr wissen, was brauche ich überhaupt im Terrarium. Habe ich ein reines Wüstenterrarium, dann reicht es mir eigentlich, wenn ich nur einen Thermometer reinmache. Ne? Das Hygrometer, ne? Hygro misst die Luftfeuchtigkeit. In dem Fall nicht wichtig, weil in den Wüstenterrarien ist die Luftfeuchtigkeit so niedrig, brauche ich nicht messen. Also da nur das Thermometer. Ansonsten die ganzen tropischen Terrarien oder die, ich sage jetzt mal alle anderen Terrarium, nimmt man in der Regel so ein Thermohygrometer, zum einen um die Temperatur zu messen und auch um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Wichtiger Punkt, ich will ja möglichst hohe Luftfeuchtigkeit in meinem tropischen Terrarium haben und das kann ich damit überwachen, habe ich wirklich 60, 70 oder gar 80%, deswegen das Hygrometer. Wenn ich mein Terrarium aufbaue und dieses Thermo- bzw. Thermohygrometer drin platzieren will, nicht gleich hingehen und das irgendwo an die Wand in die Ecke hängen, so nach dem Motto, ach, da ist ein schöner Platz, da hänge ich mein Thermohygrometer hin, ist natürlich Quatsch, weil ich will ja nicht nur die Temperatur in dieser Ecke wissen, ich will im ganzen Terrarium das Klima wissen. Ne? Bei den Beschreibungen heißt Terrariumtemperatur 29 bis 32 Grad zum Beispiel, dann will ich durchmessen, habe ich diese Temperatur im Terrarium? Das ist auch ein ganz gutes Stichwort, das habe ich schon mal in einer Folge angesprochen, aber 29 bis 32 heißt nicht, ah, da mache ich 29, spare ich Strom, sondern das heißt, ihr sollt verschiedene Temperaturzonen in eurem Terrarium haben. Ne? Kälteste Ecke 29 Grad, wärmste Ecke 32 Grad, beziehungsweise dann gibt es noch extreme Zonen unter dem Wärmestrahler oder unter der Wärmematte, Heatpanel. Habt ihr natürlich vielleicht sogar 40 Grad, aber mit diesen Temperaturzonen 28 bis 32 ist gemeint, kälteste Ecke 28, wärmste Ecke 32, Ausnahme unterm Strahler. Deswegen am Anfang diese Geräte nicht reinkleben, weil dann hängen sie an der Wand, dann könnt ihr gar nichts messen, sondern ihr nehmt das Gerät, probiert es aus, schlägt es mal in die Ecke, legt es mal in die Ecke, hängt es mal da hoch, hängt es mal da runter. Das macht er die ersten ein, zwei Wochen, dann wisst ihr, okay, das Klima stimmt überall im Terrarium. Wenn ihr dann nichts ändert an eurem Terrarium, wenn ihr die gleiche Technik drin habt, dann ändert sich ja nichts mehr an diesen Temperaturzonen, dann könnt ihr es irgendwo hinkleben. Weil dann dient es letztendlich noch der Kontrolle, falls irgendwas an der Technik ausfällt. Ne? Hängt es hier an der Wand und zeigt mir regelmäßig die 23,3 Grad an und plötzlich zeigt es mir nur noch 20 Grad an, dann weiß ich, ups, da ist was faul, entweder ist das Ding kaputt gegangen oder irgendein Heizelement im Terrarium ist kaputt gegangen, beziehungsweise bei der Luftfeuchtigkeit ähnlich, wenn die rapide abfällt, dann ist auch irgendwas falsch, dann ist irgendwas, wird es aus irgendeinem Grund zu trocken, dann müsst ihr reagieren. Aber wie gesagt, dazu reicht es, wenn es immer an der gleichen Stelle hängt, dann seht ihr einfach die Veränderung. Da wisst ihr, an der Stelle hat es standardmäßig die und die Temperatur, die und die Luftfeuchtigkeit. Erst wenn die sich ändert, müsst ihr eingreifen. Noch ein kurzer Punkt betreffs Reinhängen. Kann ich auch gleich hier bleiben. Die meisten haben jetzt Fühler. Da könnt ihr dann das Thermohygrometer sogar außerhalb vom Terrarium anbringen, an der Blende zum Beispiel, nur den Fühler reinhängen. Das kann eigentlich ganz praktisch sein, dann habe ich das Gerät nicht drin. Bisschen unpraktisch ist die Reptilien im Terrarium, gerade die Schlangen, die klettern dann immer an diesem Fühlerkabel rum. Also das gut verlegen, dass die Tiere nicht dran rumklettern und es irgendwann vielleicht abreißen. Das ist wegen der Nachteil an diesen Kabeln, was es auch gibt, was ganz praktisch ist, das hat das Viereckige hier zum Beispiel oder diese Runden hier, die sind zum Einklemmen. Ne? Das ist hier wie so ein Clip. Da kann ich, wenn ich ein Holzterrarium habe, theoretisch beim Glasterrarium auch, dann ist es ein wenig aufwendiger zum Schneiden, kann ich das passende Loch ins Terrarium reinschneiden und stecke das Thermometer von außen rein. Also habe ich dann außen immer meine Anzeige und der fühlende Bereich vom Thermohygrometer ist ja hinten dran, der steckt dann im Terrarium drin. Das ist eigentlich auch eine recht saubere Lösung. Dann sehe ich schön von außen, was ich für Klimawert in meinem Terrarium habe. Das zum Anbringen.
Noch kurz zu der verschiedenen Technik. Ihr seht es hier ganz rechts, habe ich noch so ein mechanisches Thermometer hingestellt. Dann haben wir hier diese digitalen, das ist eigentlich in der Regel im Moment das, was man meistens benutzt. Also die mechanischen haben sich, würde ich mal sagen, gleich wenig überholt, weil die digitalen zum Teil billiger sind und ich glaube auch gleich ein bisschen genauer. Der Nachteil natürlich, ich muss überall eine Batterie reinmachen, aber die halten auch 1, 2, 3 Jahre die Batterien. Von dem her mittlerweile auch ganz gut. Und dann gibt es noch solche Infrarot-Thermometer, die ich dann nur bei Berührung messen, die, wenn ich drauf drücke, lese ich die Temperatur ab. Auch eine tolle Sache. Die sind einigermaßen teuer, also teurer wie alles andere, was hier liegt, kosten irgendwie so 20, 30 Euro rum. Ich verwende es so, dass ich habe ein so ein Ding im Einsatz und da tue ich als immer mal wieder durchmessen in den Terrarien oder ich kann das auch verwenden. Wie gesagt, das ist eine oder ist etwas hochwertiger. Ich kann es auch verwenden, um meine Thermometer zu kontrollieren, ob sie alle noch richtig funktionieren. Wenn mal eins abfällt und ich denke, ui, vielleicht misst es nicht mehr gescheit. Also die Fühler, die hier dran sind, die sind ja mit der Zeit verkalken die oder verstauben die, dann messen die natürlich auch nicht mehr wie am ersten Tag. Dann kann man zum Beispiel mit so einem digitalen Gerät schauen, zeigt es die gleiche Temperatur an, wie mein Gerät gerade fühlt. So kann ich es zum Überprüfen zum Beispiel nehmen. Da sind die recht praktisch, diese Infrarotthermometer heißen sie. Noch ein Punkt zum Eichen. Eben diese mechanischen, die haben ja in der Regel irgendwo eine Eichschraube, hier auf der Rückseite jetzt in dem Fall. Da kann ich dann ein bisschen nachstellen, wenn ich merke, dass es, also gerade die mechanischen, die gehen über die Feder verliert mit der Zeit an Spannung. Da kann ich es hinten ein bisschen nacheichen, ein bisschen nachstellen, anhand einem anderen Thermometer vergleichen. Es gibt also mechanische Hygrometer. Da ist es ähnlich, die wickle ich in ein feuchtes Tuch ein und dann müssen die 90-95% Luftfeuchtigkeit anzeigen in dem feuchten Tuch. Dann kann ich auch an dem an der Eichschraube nachstellen und muss das auf 95% hochstellen. Genau, damit habe ich das Thema Eichen gerade schon ein bisschen oder erklärt oder kurz überrissen. Also schon immer wieder mal all halbes Jahr, all Jahr überdenken, funktionieren die noch richtig? Wie gesagt, irgendwann verlieren die natürlich und ich denke, oh, das Klima im Terrarium stimmt nicht mehr, ich habe doch gar nichts geändert. Also müsst ihr natürlich schon prüfen, ob die Teile überhaupt noch gut funktionieren. Und zu allerletzt noch, wenn ihr so ein Thermohygrometer kauft, da gibt es natürlich preislich auch von 2 Euro bis 200 Euro. Ich würde mal sagen, die meisten liegen so um die 10 Euro rum, da kriegt man einigermaßen anständige Geräte. Wenn ihr die irgendwo nicht online kauft, sondern vor Ort, was eigentlich ein ganz guter Trick ist, wenn da mehrere rumliegen, vergleicht mal die Temperaturen untereinander. Wenn die alle 1, 2 Grad Differenz anzeigen, dann wisst ihr, die gehen alle nicht gescheit oder dann müsst ihr rausfinden, welches denn wirklich gut geht, ne, wenn alle verschieden gehen, wenn die alle einigermaßen oder wenn zum Beispiel das gleiche Modell, wenn ihr 10-mal das gleiche Modell da liegen habt und alle 10 gleichen Modelle bis auf 0,123 Grad, also 0,1, 0,2, 0,3 Grad das gleiche anzeigen, dann ist ein gutes Teil, ne? Also die Differenz oder das Spiel, was die haben, sind so bis 0,5 Grad, ist wirklich okay, damit kann man leben. Ob ich jetzt 30 oder 30,5 habe, das passt. Also das ist so die normale Toleranz, die die Teile haben. Also vergleicht sie miteinander, wenn die alle ungefähr ähnlich anzeigen, dann ist ein Indiz dafür, dass die gut gehen. So viel zu den Thermometern, Thermohygrometern, wirklich ganz wichtiger Punkt in der Terraristik. Checkt eure Temperaturen im Terrarium und dann fühlen sich eure Tiere wohl.